All right, well, good morning. Good morning. I just want to begin by expressing my gratitude to CIC. Ich möchte einfach damit beginnen, dass ich einfach meine Dankbarkeit ausdrücken möchte gegenüber der CIC Church. And specifically your partnership with ETS. Ganz besonders aber auch diese Partnerschaft, die ihr mit ETS habt. There's been so many times when I've been to this church. Ich war schon sehr viele Male in dieser Gemeinde jetzt. And I've seen people in this church invest in our students. Ich habe einfach gesehen, wie Menschen aus dieser Gemeinde in unsere Studenten investieren. Maybe through prayer. Vielleicht einfach durch ein Gebet. Maybe through guidance and wisdom. Vielleicht einfach durch eine Richtungsweisung oder durch Weisheit. And maybe just through friendship. Vielleicht einfach auch nur durch Freundschaft. And so, yeah, I just wanted to say that we're grateful for what you're doing and the way that you're blessing our students. Wir sind einfach sehr dankbar für das, was ihr tut und wie ihr unsere Studenten segnet. And we hope that at the same time that our interns would be a blessing to your community. Wir hoffen, dass auch auf die gleiche Weise unsere Praktikanten einfach auch ein Segen für euch sein können in dieser Gemeinde. Two weeks ago, we had one of your elders, Jens, he actually preached in, where were we, the Ringhof or the courthouse? Anyways, he preached. Also vor zwei Wochen hat Jens im Kurhaus gepredigt. And he preached about the hope that is found within the Christian community. Und er hat über die Hoffnung gesprochen, die in einer christlichen Gemeinschaft gefunden werden kann. And it's a hope that we are called to give to one another. Und es ist aber diese Hoffnung, dass wir einander einfach lieben und Freunde sind. And so he challenged us to think for ourselves, how are we called to invest hope in one another? Und hat uns einfach dazu herausgefordert, mal darüber nachzudenken, wie wir ineinander investieren können. And it was during this part of the sermon that I was personally challenged. Ja, und während dieser Predigt war ich ganz persönlich angesprochen und herausgefordert. I prayed that night, I was like, Lord, what is a way that I can invest in this church? Und dann habe ich Gott gefragt, Herr, wie kann ich mich selbst einbringen in diese Gemeinde? And actually, the next morning, I was asked to preach here with you today. Am nächsten Morgen wurde ich gefragt, ob ich hier predigen könnte. So I'm grateful for this opportunity. Also bin ich sehr dankbar einfach für diese Möglichkeit. And I learned an important principle. Und ich habe ein sehr, sehr wichtiges Prinzip gelernt. That if you ask the Lord how you can invest in your local community. Dass man immer den Herrn fragt, wie ihr euch selbst in eure Lokalgemeinde investieren könnt. He will provide the opportunity for you to be a blessing to hear CIC. Dann wird auch dir die Möglichkeit geben, wirklich ein Segen zu sein. In meinem Fall jetzt eben hier dann in der CIC. I want to pray for us before we begin. Ich möchte jetzt noch kurz beten, bevor wir anfangen. Heavenly Father, we thank you for this day. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag. God, we thank you for your presence here. Herr, wir danken für deine Gegenwart. Lord, I ask that you would be glorified today in this community. Herr, ich möchte dich einfach bitten, dass du dich heute verherrlichst in dieser Gemeinschaft. Holy Spirit, we ask that you would move. Heiliger Geist, bewege du dich hier. And we ask that you would just breathe your life into this community. Wir bitten dich einfach, dass du dein Leben einhaust in diese Gemeinschaft. God, we need your presence. Herr, wir brauchen deine Gegenwart. Amen. Amen. I want to begin by asking you guys a question. Ich möchte damit anfangen, indem ich euch eine Frage stelle. How many people here have been to Aldi within the last month? Wie viele von euch waren bei Aldi im letzten Monat? Show of hands. Hebt mal eure Hand. A lot of you. Sehr viele von euch. What about within the last week? How many people have been to Aldi within the last week? Und wer war letzte Woche in Aldi? A lot of you, but not as many as I thought. Also doch einige, aber nicht ganz so viele, wie ich gedacht hatte. Now, I found out that Germans really love Aldi. Ich habe herausgefunden, dass die Deutschen Aldi wirklich sehr mögen. I read some statistic that somewhere between 88-95% of Germans have shopped at Aldi. Also ich habe eine Statistik gelesen, die besagt, dass zwischen 88-59% aller Deutschen schon irgendwann mal bei Aldi waren. That's a lot of Germans. Das sind sehr viele Deutsche. And that's a lot of good business for Aldi. Und das ist ein sehr, sehr gutes Geschäft dann auch für Aldi. Now, what surprised me is actually the success that Aldi has experienced in America. Aber was mich überrascht, ist einfach dieser Erfolg, den Aldi schon in Amerika hatte. This past summer, the owners from Aldi,
Also im letzten Sommer haben die Besitzer von Aldi, they decided that they're going to invest 2.9 billion euros in their presence in the States. Haben sie beschlossen, dass sie 2,9 Milliarden Euro oder Dollar sozusagen in Aldi investieren innerhalb der Staaten. They plan on increasing their presence by 50%. 50. Okay, und sie haben damit angestrebt, sozusagen einen Zuwachs zu bekommen mit 50%. Now, if they're successful in doing this, if they're successful, und wenn sie erfolgreich sind, indem sie das tun, then they will be the third largest grocery retailer in the United States. Dann werden sie die drittgrößte Supermarktkette sein in Amerika. Now, this has surprised me as an American that they're doing so well. Also das hat mich persönlich als Amerikaner doch überrascht, dass es ihnen so gut geht. The reason for that is because of the limited selection in Aldi in comparison to the competitors in the States. Und warum es mich überrascht, ist einfach das der Grund, dass eigentlich Aldi ein sehr begrenztes Sortiment hat im Vergleich zu all den anderen Supermarktketten in Amerika, die viel größere Vielfalt haben. The leading grocery retailer, they have 120,000 items in their stores. Okay, und die führende Supermarktkette in Amerika hat 120.000 verschiedene Produkte in ihren Läden. But Aldi only averages around 1700. Okay, und Aldi hat nur so circa 1700 verschiedene Produkte auf dem Markt. So how are they doing so well? Also warum sind sie dann so erfolgreich? Well, just from the article I realized that Aldi has change their perspective on how they do business. Okay, ich habe aus diesem Artikel herausgelesen, dass Aldi sozusagen so die Perspektive auf ihr Geschäftslesen verändert hat. They don't do the same things that their competitors do in the States. They do not. Also sie machen nicht das gleiche wie ihre Wettbewerber und Mitbewerber sozusagen in den Staaten. Because they have smaller stores. Sie haben kleinere Läden. They're able to cut costs. Dadurch ist es ihnen möglich, einfach Kosten zu reduzieren. They have cheaper rent. Also sie haben eine günstigere Miete, less energy consumption, und weniger weniger Energie, die sie aufbringen müssen, and fewer employees to hire, und auch weniger Angestellte, die sie unterhalten müssen. And so in order for Aldi to be successful, they had to change their perspective on how they do business. Und eben damit Aldi überhaupt erfolgreich sein konnte, mussten sie eben ihre Perspektive auf die Geschäftsart, die sie haben, verändern. Now I don't want to just stand up here and give you a business report on Aldi. Also ich stehe jetzt nicht hier, um euch jetzt einfach hier diesen Wirtschaftsbericht zu geben über Aldi. But I want to tell you this. Aber ich möchte Folgendes damit sagen. I believe that the church can actually learn from Aldi. Ich glaube, dass die Gemeinde von Aldi lernen kann. The way that Aldi learned to shift their perspective in order to be successful. Also genau auf die gleiche Art und Weise, wie es Aldi geschafft hat, ihre Perspektive zu verändern, damit sie noch erfolgreicher sind. I think some Christians who feel like they're stuck in their faith can learn that they need to also change their perspective. Ich denke, auf die gleiche Art und Weise können Christen, die das Gefühl haben, sie stecken irgendwie fest in ihrem christlichen Leben, auch einfach lernen, ihre Perspektive oder ihr Glaubensleben zu verändern. You hear stories about Christians who sometimes feel like they're not growing spiritually. Du hörst immer wieder Geschichten von Christen, die dir erzählen, dass sie das Gefühl haben, dass sie geistlich nicht wachsen. And what they're referring to is their sanctification. Und sie beziehen sich dann darauf auf ihre Heiligung. That they don't, if they reflect on the last couple weeks, the last couple months, or even the last couple years. Wenn sie sich sozusagen in den letzten Wochen oder Monaten oder vielleicht sogar Jahre zurückerinnern. They don't see themselves growing in the way that they expected. Dann sehen sie sich selber leider nicht in einem Wachstum, das sie für sich selber erhofft hätten. They don't see themselves conforming into the image of Christ as they are called to as Christians. Also sie sehen sich selber nicht darin, wie sie sich sozusagen in das Bild des Jesu verwandeln, wie sie es eigentlich tun sollten als Christen. There can be different reasons for this. Da gibt es sicherlich sehr viele Gründe dafür. But I think one of the biggest reasons that they don't see growth. Aber ich denke, einer der größten oder der größten Gründe, warum sie kein Wachstum sehen in ihrem Leben, ist. Is because of bad theology. Ist die schlechte oder falsche Theologie. The way that they think about God. Die Art und Weise, wie sie über Gott denken. And the way that they think about themselves. Die Art und Weise, wie sie über sich selbst denken. There is actually something there that is hindering them from growing in their relationship with God. Also da ist etwas, das sie daran hindert, einfach in ihrer Beziehung zu Gott zu wachsen. And so in order to be successful, they need to change their perspective. Und damit sie dann aber wieder erfolgreich sein können, müssen sie ihre Perspektive ändern. They need to learn to see things from a different viewpoint. Sie müssen anfangen, die Dinge von einem anderen Standpunkt aus zu sehen. And so today I want to share a little bit about my own journey.
Und heute Morgen möchte ich ein bisschen über meine, ja, über meinen eigenen Weg mit Gott berichten. How the Lord shifted my perspective. Wie der Herr meine Sichtweise verändert hat. And yeah, I hope that, or I believe that the Lord will use this to also speak into your own situations. Ich glaube wirklich, dass der Herr das gebrauchen kann, um sozusagen selbst zu euch zu sprechen, in eure Situation hinein. I want to read a text. Ich möchte gerne einen Text lesen. 2 Corinthians chapter 12, verses 9 to 10. Steht in 2. Korinther, Kapitel 12. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Also 2. Korinther, Kapitel 12, Verse 9 bis 11. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. When I was a child, I played soccer. Als ich ein Kind war, habe ich Fußball gespielt. Now, those of you who have seen me play soccer recently might not believe me. Und all diejenigen, die vor kurzem mit mir Fußball gespielt haben, glauben mir da vielleicht nicht so ganz. But according to American standards, I was pretty good. Aber gemäß dem amerikanischen Standard war ich eigentlich gar nicht so schlecht. You guys don't think that. And so anyways, when I was about 10 years old, I was actually promoted to a better soccer team. Okay, als ich 10 Jahre alt war, haben sie mich sozusagen befördert oder eine Stufe nach oben gebracht in ein besseres Fußballteam. And on this soccer team, I was no longer one of the better players, I was just average. Okay, und dann war ich plötzlich in dem neuen Team nicht mehr einer der besten Spieler, sondern nur noch einer der durchschnittlich guten Spieler. And it was when I was placed on this team that I recognized some insecurity in my own life. Als ich dann in dieses neue Team kam, habe ich plötzlich gemerkt, wie so eine Art Unsicherheit in mein Leben hineinkam. That I didn't think very highly of myself if I didn't see myself as the best player. Denn ich habe über mich selber nicht sehr gut gesehen, wenn ich nicht der beste Spieler war im Team. I didn't want to fail the rest of my team. Denn ich wollte ja nicht mein Team sozusagen wollte kein Versager sein in meinem Team, wollte mein Team nicht enttäuschen. And so I made it my goal to be a great team player. Also war es mein Ziel, wirklich ein ganz, ganz toller Teamspieler zu sein. By that I mean that whenever I saw a teammate that was close to me, I would pass the ball. Das hat für mich bedeutet, dass wann immer ich einen Mitspieler gesehen habe, dass ich ihm sozusagen den Ball zugeschossen habe. If there was a person that was better than me, or at least a person who was more confident than me, I would pass the ball to that person. Und wann immer es einen Spieler gab, der besser war als ich, oder einen Spieler, der einfach sicherer war, habe ich ihm immer jedes Mal den Ball zugespielt. Now this season of soccer, I only recall scoring one goal the entire season. Ich kann mich erinnern, dass ich in der kompletten Saison nur ein Tor geschossen habe als Spieler. And that's saying something because I was an offensive player. Ist doch schade, denn ich war ein Offensivspieler. And so let me just give you a picture really quick. There was a corner kick. Also ich möchte nur kurz jetzt diese Szene hier, aber es gab diesen Eckstoß. And I was standing maybe like a meter in front of the goal. Und ich stand nur so circa einen Meter weg vom Tor. And I see the ball coming in my direction. Ich sehe, wie der Ball in meine Richtung fliegt. At least three or four people missed the ball completely. Es gab circa drei oder vier Spieler, die den Ball völlig verfehlt haben. And so I realized that the ball was coming right at me, and I was going to get nailed by it. Und ich wusste, okay, der Ball fliegt jetzt auf mich zu und trifft mich. And so, as an act of self-defense, I turned away, trying to avoid getting hit. Und so als eine Art Selbstschutz und Selbstverteidigung habe ich mich dann sozusagen weggedreht, damit der Ball mich nicht frontal trifft. As I turned to the side, the ball came and it hit my hip, and it went directly into the goal. Meine Hüfte, so a couple of my teammates and my coach
genius. Viele meiner Mitspieler, auch mein Trainer, dachten, das war super toll. So I went along with it. Also habe ich da natürlich auch nichts dagegen gesagt. But seriously, that was the only time that I remember scoring a goal on that team. Ja, das ist wirklich das einzigste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass ich ein Tor geschossen habe. And so from that time forward, I decided I am only going to play sports that boost my self-confidence. Okay, und von diesem Zeitpunkt an habe ich mich dazu entschlossen, dass ich jetzt nur noch Sportarten ausüben werde, die mein Selbstbewusstsein stärken. So that was my last season of soccer. Und das war sozusagen meine letzte Saison, in der ich Fußball gespielt habe. Now, later on in my life, especially in college, I grew in my relationship with the Lord. Und in den späteren Jahren, dann während meiner Collegezeit, habe ich wirklich gemerkt, wie ich wachse in Herrn. But I still had these insecurities and these feelings of inadequacy in my life. Aber ich hatte trotzdem immer noch diese Unsicherheiten in meinem Leben, dass ich mich selber gar nicht sicher gefühlt habe. And so there were some aspects in my relationship with the Lord that I really grew in. Also es gab wirklich diese Aspekte in meiner Beziehung zum Herrn, in denen ich wirklich gewachsen bin. And I remember reading this passage, 2 Corinthians 12. Ich kann mich daran erinnern, dass ich eben diese Passage in 2. Korinther Kapitel 12 gelesen habe. However, instead of interpreting it according to Paul's original intent, und anstatt es sozusagen jetzt zu interpretieren gemäß der Absicht, die Paulus hatte, als er das geschrieben hat, I interpreted it in light of my own experiences. Habe ich jetzt sozusagen auf meine eigenen Erlebnisse bezogen und es somit dann sozusagen anders interpretiert. My power is made perfect in weakness. So meine Stärke ist in der Schwachheit am größten. For when I am weak, then I am strong. Denn wann immer ich schwach bin, bin ich stark. And so I saw, this passage fed into this unhealthy, unhealthy perception of myself. Und diese Passage hat wirklich genau direkt hineingesprochen in diese sehr ungesunde Sichtweise, die ich von mir selber hatte. I felt worthless. I felt like I couldn't do anything. Also ich habe mich völlig wertlos gefühlt. Ich habe mich so gefühlt, als ob ich zu nichts fähig bin. And so what I needed to do was step aside and let God do everything. Was wichtig war, was ich dann tun musste, war einfach wirklich diesen Schritt zurückzugehen und Jesus einfach alles machen zu lassen. And so this created a very passive faith. Und das hat aber einen sehr passiven Glauben hervorgebracht in mir. So when somebody, for example, needed prayer, also wenn jemand zum Beispiel Gebet gebraucht hat, I didn't feel like I could pray for them. I wasn't spiritual enough. Dann habe ich mich so gefühlt, als ob ich nicht fähig wäre, für diese Person zu beten, weil ich bin ja nicht geistlich genug. And so, just like in playing soccer, I passed the ball to somebody who was more spiritual than myself. Und genauso wie damals in meinem Fußballspiel habe ich einfach den Ball sozusagen jemand anderen abgegeben, der in meinen Augen geistlicher war als ich. If somebody was need to teach at a night of discipleship. Oder wenn es darum ging, dass eine Predigt gehalten werden sollte, zum Beispiel an einem Abend jetzt. I would pass the ball to somebody who can communicate better than I can. Dann habe ich wieder diesen Ball abgegeben an jemanden, der in meinen Augen kommunikativer war als ich. If somebody needed to hear the gospel message. Und wenn jemand einfach die Botschaft Christi eigentlich hätte hören sollen. I would let somebody else explain it who can clarify the gospel better than I can. Dann habe ich es jemand anders erklären lassen, wo ich der Meinung war, dass diese Person es einfach besser erklären kann als ich. And so you see how this false interpretation of 2 Corinthians actually created this passive faith in my life. Also wenn ihr seht ihr wirklich, wie einfach durch diese ganzen Situationen in meinem Leben diese falsche Interpretation dieser Schrift wirklich diesen passiven Glauben in mir gestärkt hat. And so, with this being said, I want to share with you a passage that helped shift my perspective a little bit. Ich möchte mit euch jetzt einfach eine Schriftstelle teilen, die meine Perspektive auf mich selbst verändert hat. You know, this is still a daily battle for me. This is something that I still wrestle with, but I at least know that I'm growing in my sanctification now. Es ist immer noch so ein täglicher Kampf für mich, aber ich weiß trotzdem, dass ich sozusagen in meiner Heiligung wachsen kann und daran arbeite. I'm going to read from Exodus chapter 4, verses 10 to 12. Ich werde 2. Mose Kapitel 4, Verse 10 bis 12 lesen. And if we could even get it up on the screen, because I know that we'll be looking at this passage for a little bit. Ja, und wir werden uns die Passage ein bisschen länger anschauen, deswegen wäre es toll, wenn wir vielleicht die Bibelverse auf der Leinwand haben können. Nochmal. Ja, also vielleicht können, also das war 2. Mose Kapitel 4, Verse 10 bis 12. But Moses said to the Lord, O my Lord, I am not eloquent, either in the past or since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and of tongue.
Then the Lord said to him, "Who has made man's mouth? Who makes him mute or deaf or seeing or blind? Is it not I, the Lord? Now therefore go, and I will be with your mouth and teach you what you shall speak." Mose aber antwortete dem Herrn, "Ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest. Denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge." Da sprach der Herr zu ihm, "Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Und wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr? Und nun geh hin, ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst." You probably know the background to this story. Ich denke, ihr kennt den Hintergrund zu dieser Geschichte. This is part of the burning bush call narrative. Ja, das ist die Geschichte von dem brennenden Dornbusch. God wants Moses to go to Egypt and to be part of his plan for delivering them from Pharaoh. Ja, Gott will, dass Mose nach Ägypten geht und dort sozusagen ein Teil von diesem Plan zu sein, dass Jesus Gott sein Volk aus Ägypten retten möchte. But Moses is giving excuse after excuse after excuse why he cannot be a part of this plan. Aber Mose bringt eine Entschuldigung nach der anderen, warum jetzt nicht Teil von Gottes Plan sein kann. Now, I don't think that Moses was lazy. Also ich glaube nicht, dass Mose faul war. I actually think that he wanted to help the Israelites. Ich denke wirklich, dass den Israeliten helfen wollte. You might even remember the story of why Moses had to flee Egypt in the first place. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte, warum Mose überhaupt zuallererst fliehen musste aus Ägypten heraus. There was the Egyptian who was beating the Israelite. Und da war dieser Ägypter, der den Israeliten geschlagen hat. And Moses was moved in this moment, and so he actually killed that Egyptian. Ja, und Mose wollte einfach helfen und hat während diesem Kampf den Ägypter getötet. Now, not much was done after this. He couldn't save Israel just from this one moment. Ja, und konnte dadurch Israel nicht einfach kurz retten aufgrund dieses einen Momentes. But clearly Moses had a burden for his people. Wir sehen wirklich, dass Mose einfach diese Leidenschaft hatte für sein Volk. But he felt like he couldn't do anything. Aber hat sich einfach so gefühlt, als ob nichts für sie tun könnte. He felt helpless. Hat sich wirklich sehr hilflos gefühlt. And so this is his excuse in verse 10. Das ist diese Entschuldigung, die in Vers 10 anbringt. He says, "I am not eloquent." Er sagt, ich bin nicht redegewandt. "I am slow of speech and of tongue." Und ich habe eine sehr langsame Zunge und eine sehr langsame Sprache. In other words, he says, "How can I persuade Pharaoh to let these people go?" Also, wenn man es jetzt in anderen Worten ausdrücken möchte, hat einfach nur gesagt, wie soll denn ich den Pharao davon überzeugen können, dass mein Volk ziehen lässt? I'm not a good communicator. Ich bin kein guter Kommunikator. And I'm going to be talking to one of the most powerful men in the ancient world. Aber ich muss zu dem mächtigsten Mann sozusagen in dieser Zeit reden. So let's consider what God says to Moses. Also lass uns doch mal anschauen, was Gott dann zu Moses sagt. Let's first highlight what God doesn't say. Oder lass uns erstmal das unterstreichen, was Gott nicht sagt. I don't know if this will translate, but God does not coddle Moses. Also okay. Betütelt Mose nicht. So in other words, he doesn't say that it's just okay that you feel this way. Also sagt ihm jetzt nicht, ja, es ist ganz gut, dass du dich jetzt so fühlst. He doesn't allow Moses to stay in a state of helplessness. Also erlaubt Mose nicht in seiner Hilflosigkeit zu bleiben. "Moses, I'm so sorry, I forgot that you're not a good communicator." Oh Moses, tut mir so leid, ich habe es völlig vergessen, dass du kein redegewandter Mensch bist. "You know what? Your brother is a good communicator." Aber weißt du was? Dein Bruder ist sehr gut im Reden. "So why don't you just stay on this holy mountain, keep praying." Also wieso bleibst du jetzt einfach nicht auf diesem heiligen Berg und betest mal schön weiter? "But I'll go call your brother. I totally forgot. You just can't communicate." Deswegen werde ich jetzt zu deinem Bruder gehen und ihn damit beauftragen, weil ich habe völlig vergessen, dass du ja gar nicht reden kannst. So God is not okay with this passive response from Moses. Also Gott findet diese passive Reaktion von Mose überhaupt nicht in Ordnung. And so what does God say first in verse 11? Also was sagt Gott jetzt hier in Vers 11? "Who has made man's mouth?" Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? And then the third question, "Is it not I, the Lord?" Bin es nicht ich, der Herr? Moses was focused on what he didn't have.
Mose war darauf konzentriert, auf das, was er nicht hatte. That he was not the best communicator. Dass er eben nicht sehr redegewandt war. But this is not what God wanted him to focus on. Aber das war nicht das, was Gott von ihm wollte, auf das er sich konzentriert. God focused on what he gave Moses. Sondern Gott hat sich darauf konzentriert, auf das, was er Mose geschenkt hat. A mouth. Einen Mund. So maybe he didn't feel like he was the best communicator. Also vielleicht hat sich Mose nicht als redegewandter Mensch gefühlt. But God gave him exactly what he needed to fulfill his calling. Aber Gott hat ihm genau das gegeben, was er dazu benötigt hat, damit er das, ja, das, die Verheißung Gottes erfüllen konnte. I'm sure this was a challenge for Moses because he felt like there could be so many other people that would do a better job than himself. Ich glaube, das war sehr herausfordernd für Mose, denn Mose sind sicherlich sehr viele Menschen eingefallen, die sehr viel besser gewesen wären, das zu tun als er. And this is often something that happens in the church. Das ist auch etwas, was sehr oft in der Gemeinde passiert. Instead of celebrating what each one of us has, anstatt wirklich einfach das zu feiern oder hervorzuheben, was jeder einzelne von uns hat, it's sometimes easier to focus on what we don't have. Es ist so oft viel leichter, uns auf das zu konzentrieren, was wir nicht haben. And so we see that other people are much more gifted than ourselves. We see that other people are more gifted than ourselves. Wir sehen, dass andere Menschen viel, viel begabter sind als wir selbst. And we become paralyzed by that and we don't feel like we can contribute anything. Ja, und da werden wir ganz gelähmt einfach durch diesen Gedanken und haben das Gefühl, wir können gar nichts mehr beitragen. Wow, Joel is an amazing worship leader. Wow, Joel ist ein ganz toller Lobpreisleiter. I don't know if I could ever lead worship like Joel. Also ich weiß nicht, ob ich jemals so Lobpreis leiten könnte, wie Joel das tut. Thankfully, that's not my calling, but somebody might be thinking that here today. Also ich bin dankbar, dass es nicht meine Berufung ist, aber ich bin mir sicher, dass einige von euch vielleicht so denken. Or Jifko is such a great pastor. Oder Jifko ist so ein guter Pastor. The way that he loves this community is just amazing. Die Art und Weise, wie er diese Gemeinde liebt, ist einfach nur klasse. I'll just let him keep doing that. I can't do what he does. Und ich lasse ihn das einfach weiter schön machen, weil ich kann das, was er tut, nicht tun. And so this is something that we need to be aware of. Und das ist etwas, dessen wir uns bewusst sein sollten. That if we actually focus on what we have and what God has gifted us with. Wann immer wir uns auf das konzentrieren, was wir haben und auf das, was Gott uns geschenkt hat. Each one of us can contribute to the body of Christ here at CIC. Kann jeder etwas zu diesem Leib Christi wirklich beitragen hier in der Gemeinde in der CIC. Each one of us can build up and encourage each other by using the gifts that God has given us. Jeder Einzelne kann auch der anderen Mut geben, indem sie oder er wirklich die Gaben, die Gott ihm geschenkt hat, auch benutzt in der Gemeinde. So if somebody has the gift of prophecy, also wenn jemand die Gabe an der Prophezeiung hat, if somebody has the gift of healing, jemand hat die Gabe der Heilung, and you have the gift of hospitality or service, du hast vielleicht die Gabe der Gastfreundschaft oder einfach des Dienstes an anderen, use that gift, dann benutzt diese Gabe, and allow the grace of God to use you in this unique way that God has made you. Und erlaubt Gott einfach, dass er euch wirklich auf diese einzigartige Weise, in der er euch erschaffen hat, auch wirklich benutzen lasst. And so we need to focus on what God has given us. Wir müssen uns wirklich auf das konzentrieren, was Gott uns geschenkt hat. Even if it feels small. Auch wenn es sich für uns sehr klein anfühlt. Then in verse 12. Und in Vers 12 steht dann. Now therefore go, and I will be with your mouth, and teach you what you shall speak. Und nun geh hin, ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. So God has this amazing promise for Moses. Gott hat diese geniale Verheißung für Mose. That the divine presence of God will be with his mouth. Dass die göttliche Gegenwart Gottes bei seinem Mund sein oder mit seinem Mund sein wird. Something that Moses saw as a weakness, God will actually empower to be a strength. Also etwas, das Mose als Schwäche gesehen hat, wird Gott dazu benutzen, es in eine Kraft umzukehren. God actually says that he will teach Moses what to speak. Und Gott sagt hier, dass er Mose lehren wird, was er sagen soll. However, Moses will not experience this power unless he first obeys the command to go. Aber jedoch wird Mose einfach wirklich diese Kraft gar nicht empfangen oder spüren, solange er nicht wirklich diese Bereitschaft hat, auch zu gehen. It's not until he's active in his faith that God's strength will manifest through his life. Gottes Kraft wird sich seinem Leben erst manifestieren, wenn er dann geht. It's not until he chooses to be obedient that he will see God's glory manifest in his life. Erst wenn Mose wirklich gehorsam ist und das tut, was der Herr sagt, wird Gott sich verherrlichen in seinem Leben.
And so many times in the church today, so oft in dieser Gemeinde heutzutage, we don't see the strength of God because we're not willing to go. Sehen wir die Kraft Gottes nicht, weil wir einfach nicht bereit sind zu gehen. We question, will God actually be with us? Also wir stellen immer wieder die Frage, wird Gott überhaupt mit uns sein? We might feel weak in the moment. Und wir fühlen uns vielleicht in dem Moment dann auch ganz schwach. But we need to have faith as the people of God. Aber wir sollten wirklich als sein Volk Glauben haben. That when you're active in your faith and when you're obedient to the calling in your life. Dass wann immer du aktiv bist in deinem Glauben, wann immer du gehorsam bist dem Ruf, den Gott dir gegeben hat gegenüber. That God's empowering presence will be with you. Dann wird Gottes ermächtigende Gegenwart mit dir sein. That you are not alone in your calling. Dass du weißt, dass du nicht allein bist in diesem Ruf. But you can trust God that He will give you everything that you need to fulfill what He's called you to do. Wir können Gott darauf vertrauen, dass er euch all das geben wird, was er braucht, um wirklich seinen Ruf zu erfüllen. However, we might never know that until we actually go. Und oft ist es so, dass wir das dann erst wissen, wenn wir dann auch wirklich gehen. And so those are just a couple of points that the Lord has been speaking and ministering to me. Das sind einfach ein paar Punkte, die der Herr mir gegeben hat. That he wants me to be an active participant with his grace. Dass er einfach möchte, dass ich sozusagen ein aktiver Teilnehmer bin in seiner Gnade. And so I just want to conclude by providing some application points for how we can operate from this perspective of grace. Und ich möchte jetzt einfach so ein paar Hilfestellungen geben, wie wir wirklich einfach handeln können in dieser Gnade oder aus dieser Gnade heraus. My first point is very simple. Also mein erster Punkt ist ganz einfach. Is that we need to pray and then we need to obey. Also erstens müssen wir beten und zweitens müssen wir dann auch gehorchen. You know, sometimes when you're praying for something, God might call you to be part of the answer to that prayer. Also wisst ihr, wenn ihr Gott um etwas bittet, kann es sein, dass ihr selbst Teil der Antwort seid, die er euch geben wird. You know, in the Gospels, Jesus tells his disciples to pray that that God would raise up laborers for the harvest. Ja, in den Evangelien betet oder spricht Jesus darüber, dass die Jünger beten sollen, dass der Herr Arbeiter bringt für die reiche Ernte, die da ist. And the disciples found out that they were the ones that were going to be the laborers in the harvest. Und die Jünger haben dann herausgefunden, dass sie selbst die Arbeiter sind, die Ernte einbringen sollen. Let me contextualize this for the students that are here today. Ich möchte das jetzt kurz noch einen Text dazu nennen für alle Studenten, die heute hier sind. Students, you know that you can't just pray for an A in your class and expect for you to get an A in your class, right? Also wisst ihr, Studenten, ihr könnt nicht einfach für eine 1 beten in eurer Arbeit, damit ihr auch wirklich eine 1 in eurem Test dann bekommt. But you need to be faithful in your studies. Sondern ihr müsst ihr müsst auch wirklich dafür lernen und darin treu sein zu lernen. Amen. So that's my first point, to pray and obey. Das ist mein erster Punkt, betet und gehorcht. Allow God to use you as an answer to your own prayer. Und gebt Gott einfach die Möglichkeit, dass er euch selbst als Teil der Antwort benutzen kann. A second point. Zweiter Punkt. Seek God's presence and be God's presence. Sucht Gottes Gegenwart und seid Gottes Gegenwart. And we did that this morning. We sought the presence of God through worship. Ja, wir haben das heute Morgen getan. Wir haben die Gegenwart Gottes gesucht im Lobpreis. Spirit of God. Geist Gottes. Has fall fresh on us. Yeah. So der Geist Gottes soll wieder ganz frisch auf uns herniederfallen. And so we invite the presence of God to the church. Also wir laden sozusagen die Gegenwart des Geistes ein in unsere Gemeinde. But as the church, we manifest the presence of Christ through our lives to one another. Aber als Gemeinde manifestieren wir selbst auch den Geist Gottes einfach einander. Christ says that, you know, people will know that we're his disciples by our love for one another. Ja, und Christus sagt auch, dass andere Menschen daran erkennen können, dass wir seine Jünger sind, weil wir Liebe zueinander haben. And so when we choose to walk in the same sacrificial love that Christ walked in, wenn wir genau in dieser opferungsbereiten Liebe laufen oder gehen, in der Jesus gegangen ist, we are bringing the presence of Christ to one another. Dann bringen wir einander die Gegenwart Gottes. And so we seek God's presence as a community. Also wir suchen wirklich den Geist Gottes als Gemeinschaft. But we also be God's presence to one another in this community. Wir sind auch die Gegenwart Gottes füreinander. Third point. Dritter Punkt. I don't know if the band wants to come up. It's kind of a tight fit, but we can try.
Third point, if you see a need, take a step forward. Und der dritte Punkt ist, wenn du eine Not siehst oder ein Bedürfnis, dann geh einfach auf diese Not zu. Sometimes we get overwhelmed with the needs of this world. Also manchmal sind wir so überwältigt von den ganzen Nöten dieser Welt. Maybe the call to see the gospel preached in every nation. Und wir sehen aber auch, dass wir den Ruf haben, sozusagen die frohe Botschaft in die ganze Welt hinauszubringen. Or maybe the Lord has given you a burden for humanitarian needs, such as poverty or homelessness. Vielleicht hat dir der Herr auch einfach auf diesen Ruf gegeben für eine humanitäre Hilfe, wenn es so viel Hungersnot gibt und Armut auf dieser Welt. Or maybe the Lord has given you a desire to see an injustice made right, such as modern day slavery. Oder vielleicht hat der Herr dir einfach auch diese Sichtweise gegeben, dass du siehst, dass eine Ungerechtigkeit, die hier passiert, wie zum Beispiel die moderne Sklaverei, dass du da hineingehen sollst, um dort zu helfen. I would encourage you to take a step forward today. Ich ermutige dich wirklich, dass du heute diesen Schritt tust. If you see a burden, take a step forward. Wenn du diese Not siehst, dann beweg dich auf diese Not hin. See if you recognize God's grace to move forward into that burden or that need. Ja, und dann kannst du einfach auch spüren, ob du wirklich die Gnade Gottes mit dir ist, einfach wirklich dich auf diese Not hinzubewegen. Because like Moses, we might not know that God is anointing us for a task until we actually go. Denn manchmal wissen wir einfach oft nicht, dass Gott uns vielleicht wirklich einfach auch für eine Aufgabe salbt, bis wir sie dann letztendlich auch durchführen. Yeah, so that was my third point. If you see a need, take a step forward. Das war mein dritter Punkt. Wenn du eine Not siehst, dann bewege dich auf diese Not zu. Would you pray with me? Betet mit mir. Heavenly Father, we thank you for your abundant grace. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine überschwängliche Liebe und Gnade. God, we thank you for the way that you reveal your grace through the story of Moses. Wir möchten dir danken, wie du deine Gnade offenbarst durch die Geschichte von Mose. Thank you for the things that you have given us, Lord, that we can use for your glory. Danke, Herr, für all die Dinge, die du uns geschenkt hast, die wir für deine Herrlichkeit gebrauchen können. And so, Lord, I just ask for grace today for each one of us. Und ich bete einfach um Gnade für jeden Einzelnen hier. Lord, that we would move forward in our faith. Und dass wir wirklich einfach im Glauben vorangehen. That we would not be passive bystanders. Und dass wir nicht einfach nur passive Zuschauer sind. But that we would be active and participating with you. Aber dass wir wirklich aktiv werden und mit dir gemeinsam arbeiten. Lord, I thank you that you call each one of us to go. Ich möchte dir danken, dass du jeden Einzelnen dazu aufforderst, wirklich zu gehen. And that as we go, your strength is going to work through our weakness. Und dass deine Kraft durch unsere Schwachheit dann auch mächtig wird, während wir dann gehen. You're going to anoint what you have given us. Herr, du wirst das, was du uns gegeben hast, auch salben. So wake us up today, God. Weck uns auf heute. Let us no longer be paralyzed by fear. Lass uns nicht länger gelähmt sein durch Angst. By inadequacy. Oder durch Unzulänglichkeiten. By helplessness. Durch Hilflosigkeit. And Lord, let us just go in your strength. Wir möchten einfach in deine Stärke gehen. Let us go in your power. Wir möchten in deine Kraft gehen. Give us confidence in your spirit today. Gib uns einfach ein Selbstbewusstsein in deinem Geist. We love you, Lord, and we want to do this for your glory. Wir lieben dich, Herr, wir möchten es für deine Herrlichkeit tun. We want to operate in your power so that your kingdom would come. Wir möchten wirklich einfach mit deiner Kraft vorangehen, damit dein Königreich wirklich kommen kann. So come and speak to us today, Lord. Komm und sprich zu uns heute, Herr. Come and minister to us. Komm und diene uns. And let our hearts be transformed as we engage with the grace you have given us. Lass uns unsere Herzen verändern, während wir wirklich einfach diese Gnade umarmen, die du uns gegeben hast. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.